Die Vasallen sind erschienen. Oh, Baby. Meint ihr den Late Invaden Rap-Buff? Ich hab Angst. Er deportet meine Crux, Raptoren meine ich. Okay, da sind sehr auch informiert darüber, wo wir starten. Was ärgerlich ist. Haben wir scheinbar Rap-Buff auch deep gewordet. Hätte schon davor speeden sollen. So Angst, dass wenn die invaden, ich sie für was anderes brauche. Ah gut, ganz okay. Aber ich werde jetzt vollklären. Sie haben mindestens ein Ward auf Raptoren, also da wo Echo gerade war. Und dann wenn ich jetzt einfach in aller Ruhe farme, ist alles okay. Was die könnte Blue auf invaden und Bot ein Level 3 ganken. Die meisten Master Yi-Spieler, die erfolgreich sind, Spam ganken ja recht viel sogar. Gegner haben, wie gesagt, ganz genau Info darüber, wo ich bin. Hat er eine Veil Rifle in der Mitte ganken? Mitte ganken. Mit in Welt wahrscheinlich. Er hat Blue Buff wahrscheinlich geklaut. Nee, er hat Blue Buff gestartet. I see. Ich mach einfach mal kurz mein Camp zu Ende, fuck das. Nur noch Lane ganken. Aber die haben jetzt, können sie gegankt werden. Dann machst du die. Komm mal Level 4, wenn er nicht Krabbe macht. Sondern Crux. Aber er hat dafür ein bisschen Mitte gegankt, deswegen ist er auch ein bisschen langsam. Brutal Kill in Top Lane. Sehr unangenehm. Dusch, dass wir da für den Counter gank. Genau deswegen haben wir dann der Lane gerecoilt. Nur von Caitlyn gespielt ebenfalls. Ups, ich dachte, dass man den Q so viel Damage macht. Lol, dass das überlebt hat. Der ist so fett. 3-0, 2 Plates solo bekommen. Das ist ja insane. Das ist ja so insane, geil. Game ist damit in einem sehr guten Spot aus unserer Perspektive. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, lieber Twitch-Chat? Wir gehen Botlane. Weiß nicht, wenn euch das wundert, aber wir puffen jetzt aber Botlane. Und dann puffen wir wieder Botlane. Und wisst ihr, was wir danach machen? Richtig. Puffen Botlane. Vielleicht müssen wir aber ein bisschen adaptieren, dieses Spiel, wenn die Gegner Shen Ult haben werden. Der Nautilus Hex echt über die Wand drüber, also laufe ich unter dem Turm zu dem Bro. Nice, gewartet. Easy, Leute, wir sind gut auf der Map unterwegs.
Oh mein Gott, Jungle ist so geil, Mann! Das ist ja so einfach geil! Impact auf der Karte, Entscheidung relevant. 6 Kill-Beteiligungen in 6 Minuten. We are popping off. Er ist einfach geil. League ist so ein schönes Spiel und kann so viel Spaß machen. Er ist einfach toll. Let's fucking get it. No. So, nehmen wir die Raptoren hier mit. Machen wir Rap Buff, dann gehen wir Base und dann gehen wir wieder Botlane. Sehr gefeedete Caitlyn, sehr gefeedeten Rammus, sehr, sehr starken Yasuo. Und Jayce ist komplett fein dabei, aber er wird die erste Shadow nicht beantworten können. Echt, davor gilt es gleich aufzupassen. Kershen R. Ja, zum Beispiel das hier, da kann er nicht bis zum Tod kämpfen. Weil es verlieren wird gegen Shenouls. Ich hoffe, daran denkt er. Zumindest halbwegs. Hey, moin Chef, grüß dich, Nobelesse. Frohes Neues, mein Dude. Frohes Neues. Das ist ein Kill für Master Yi. Das sind wir gar nicht gern. Das sehen wir wirklich nicht gerne, aber wenn er nicht zu viel dafür jetzt kriegt. Kann der Blut bitte angreifen? Greift er nicht an? Hallo? Greif mich doch bitte an! Und warum greift er mich nicht an, Twitchet? Was ist hier los? Why? Will er nicht. Ist er. Der ist gar. Aber warum? Ich hab Bramble-Vest, ich hab W und er denkt sich so, Alter, ihn zu hitten ist nicht smart. Klüger als manche Spieler, der Blue Buff. Aber was soll das, Ecke? Du kannst es nicht spielen. Keine Sorgen machen. Immer der Drache ist kein Pazifist geworden. Der hittet immer noch den Rammus mit Bramble West und dem Power. Wer ist der Scheiß? Wer ist das? Defensive Curveball. Ich dachte, Mr. Yasuo ultet da rein. Aber. You ran it down. Du bist einfach reingerannt und gestorben. Weiß nicht ich. Reingelaufen und gestorben. Ja, dann, wenn du nicht reingehst, dann geh ich rein. Okay. Reingelaufen und gestorben. Das war alles, was auf meinem Screen passiert ist. Naja. Sorry, muted. Ist ja sinnlos, mit dem Typen zu reden. Masti haben wir abgeholt, sind noch sehr stark dabei hier und können die ganze Karte spielen, auch gleich mit Thornmail haben. Es wird nicht leichter für den Gegner. Es wird nicht leichter.
Ich hab sie auf Tomago gedroppt und damit habe ich Karma, Caitlyn beinahe gekillt. Mein Taunt hält auch nicht sonderlich lange, deswegen habe ich da keine wirklich Kill-Pressure auf Varus alleine. Zumindest nicht ohne Thorn, man. Ist sie tot? Ja, lass mal jetzt nicht hinten. Wir sind beide zu große Shutdowns, liebe Caitlyn. Wir sollten das nicht riskieren. Soll sie ihr Mythic-Item in der Basis haben und dann spielen wir weiterhin für sie, rund um sie herum. Maxt man nicht eh? Nee, im Jungle maxt du Q die ganze Zeit eigentlich. Und danach eh. Conditioning ist online, das heißt, ihr ein bisschen mehr Armor bekommen, was richtig nice ist. Und Armor ist mehr Damage. Sowohl von W als auch von Passive. Und natürlich auch zeitgleich mehr Tankiness, das heißt, wir lieben mehr Tankiness und mehr Damage. Wie lange sind wir mit Shiki durch? Braucht meine Hilfe, glaube ich. 5 Gold. Will ich nicht nur Caitlyn wirklich beschützen? Aber warum würdest du das tun, Master Jojo? Ich bin schon sehr auf. Scheiß Ignite, fuck! Ich wollte versuchen, ihn rauszuziehen. Wer ist denn auch noch den Turm? Oh mein Gott, das war Dirty Int, ey. Sowohl von mir als auch von ihm. Holy moly. Na gut. Bei der Shutdown von Nautilus gegeben. 800 für Echo. Mal gucken, ob das langfristig gut oder schlecht für uns sein wird. Ja, wahrscheinlich sehr, sehr naiv von mir. Weil ich bin schon sehr tanky gegen den Turm und alles. Aber wenn ich noch ignited werde und noch ein bisschen True Damage nehme, dann ist es ein bisschen gefährlich. Aber wir fahren jetzt nochmal kurz alle Camps, bis wir unser Item haben. Shiki. Dauert ja echt nicht mehr lange. 700 Thorns Damage. Das ist schon sehr, sehr wild. In diesen kurzen Fights gerade eben. So viel Schaden von Thornmail. Wenn Champion mit Thornmail Damage macht, dann ist es Rammus bei den Armor-Werten. Das ist wirklich sehr, sehr wild. So, also einfach alle Camps Botside sind bei 7 Stacks. Kriegen hier aber direkt 2. Das heißt, wenn wir alle Camps haben, haben wir es fertig. Wovon wir natürlich großer Fan wären. Warum pickt mich meine 051 Karma? Was will sie mir damit sagen, Twitch? Den Cloud wegmachen gehe. Oder wie? So, OP! So, jetzt haben wir natürlich die drei Camps noch übrig, die uns die Stacks geben würden. Nämlich Drake, Blue Buff, Grump. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir gefightert haben, brauchen wir nur 2 davon. Weil ihr seht, dann der 1 Stack ist schon wieder hier ready für den Jungle. Drake zu Solo und dauert ewig für den jungen Rammus. Das ist wirklich lange, aber glücklicherweise ist noch der 2. Drake, der ist noch nicht ganz so tanky. Danke dir, Ötzi. Vielen Dank für den Zapmann. Willkommen. Danke dir. Ja, es fühlt sich wahrscheinlich, also aus Master Yi's Sicht, es sieht ja so unplayable für ihn aus. Aber einfach, weil wir so gut ins Game gekommen sind, ne? Weil so schnell, so stark. Oh, dauert der Drake lange. Noch ein Camp. Und diesmal will kein Pazifisten-Blue Buff. Der Blue Buff möchte sterben. Das ist doch... Was?
Ne, doch. Gut. Sehr, sehr gut. Danach direkt Base gehen. Für Jaxo. Und dann können wir eigentlich Herald machen und durchpushen, oder nicht? Also ich kann eigentlich dann enden gehen. Na gut. Ich nehme an, Yasuo Spamping hier, aber ich habe ihn natürlich gemutet. Ich bin mir sicher, ob es dann notwendig war zu flashen, mein Freund, aber ich hätte auch einfach im Busch warten sollen. Ich hätte im Busch warten sollen, um Yasuo zu ehen und dann meine Q aufzuheben, damit Yasuo reinholen kann. What the fuck? Wo war mein Base? Eigentlich ist jetzt Zeit, auf die Karte zu rennen und einfach Varus oder Master Yi zu töten. Mit einem Taunt. For the Lulz. Ey, Tolkien, findest du Irelia oder Riven schwerer zu meistern? Ich glaube Irelia. Also wirklich mit perfekten Dashes und auch Kameraplacement währenddessen und allem. Ist Riven schon leichter als Irelia. Allein schon, weil du bei Irelia deine Maus genau positionieren musst, weißt du? Es ist einfach sehr leicht zu missklicken auf Irelia. Auf Riven ist... Kannst natürlich auch Autotext missklicken, aber ist nicht so wichtig wie die Irelia-Q. Vor allem, weil da wirklich die Gegner oftmals ineinander stehen und sowas, also ja. Beide natürlich eine Menge Mechanics, aber ich würde tendenziell eher Irelia sagen. Wir lassen der Kälte in 200 Gold lastet und ich brauche jetzt echt kein Gold mehr. Ich bin Turbo P. We live to fight another day. Let's go. Halt sich kurz vor, das Spiel zu healen. Das ist Rapper von seinem bester Freund. We somehow made it out alive, boys. Webber fehlt uns gerade 47 Leben pro Sekunde, das ist ganz entspannt. Und Jason nimmt die ganze Wave und shared noch das Gold mit mir, was ein Arsch. Oh. Der Mensch ist so wild. Das ist ja so dumm. Wenn beide getaunt uns gehen. Scheiße. Wurde auch getauntet. Und da hat man gesehen, dass ich kein Legend Tenacity spiele, ha? Huh? Shit. Well, sollten wir enden können. Wenn wir wollen. Hätten wir schon davor Herald Mitte platzieren können, aber. Ein bisschen Limits testen unter dem Turm da unten. Bei dem ersten Dive gegen Nautilus, vielleicht Varus. Hat jetzt gegen Shen. And that is the game. Nice, man. Direkt eine schöne Runde Jungle gespielt. Super schnell Botlane ins Game bringen können mit dem ersten Counter-Gank. Und ab dann war es wirklich Snowball-Action. Wir haben einen richtig tollen Botlane-Plan bekommen, dann einen richtig tollen Topside-Play. Wo jeweils drei Champions gestorben sind, sowohl auf Botside als auch auf Topside. Ich war sofort bei 6 Kill-Beteiligungen in der 6. Minute. Und das Game war einfach gewonnen. Wirklich sehr, sehr geil.
Dass ich da nicht abwarten muss und einfach direkt League of Legends spielen darf. Ist immer wirklich beautiful. Es macht schlichtweg mehr Freude. Auf ins nächste. Let's go next fast.